Sie sind mitten unter uns. An der Technischen Universität von Berlin läuft die Ausbildung von fanatischen Extremisten auf Hochtouren. Wir von Monitor durften erstmals an einer Ausbildungseinheit teilnehmen. Dieser bärtige Hassprediger unterzieht die jungen Männer und Frauen hier einer absoluten Gehirnwäsche. In wenigen Stunden werden sie bereit sein, rauszugehen in das Land und Terror zu verbreiten. Die heitere Atmosphäre, die Ausgelassenheit, die hier herrscht, täuscht darüber hinweg, dass hier fanatisierte junge Männer und Frauen das Terror-ABC lernen. Hier wird gerade geübt, Sprengsätze zu werfen. Wo kommen Sie her? Aus Kolumbien. Ja? Ja. Ist die Ausbildung hier in Deutschland besser oder schlechter als bei Ihnen zu Hause? Besser. Heute einfach. Das sind ganz normale Sprengstoff-Bastelkoffer, die später in den Flugzeugen kaum aufzuspüren sind. Hier sind gefährliche Nahkampfwaffen mit Spitzen vorne dran. Eine Packung Seifenblasen zur Vernebelung der gesamten Aktion. Hier finden wir Streichhölzer, falls die Bombe nicht von alleine hochgeht. Okay, hier steht nichts drauf. Ich gebe es meiner Familie. Zentraler Teil dieser Ausbildung ist die Übergabe von Sprengstoffpaketen. Pakete ohne Absender, die mitten hinein in die Familien gebracht werden sollen. Hier, kein Name drauf. Der Hassprediger zeigt, wie man nahezu lautlos an einen Tannenbaum heranrobbt, ein Päckchen platziert und dann wieder lautlos verschwindet. Wir sind sehr gespannt, was sich daraus entwickelt. Schießen, Nahkampfausbildung, alles was dazugehört, wird hier geprobt in diesem Terrorcamp. Ganz allgemein, wie ist das Niveau der Leute, die Sie in diesem Jahr rausschicken? Das Niveau ist gut. Gut und hoch. Gehören auch Weihnachtsmärkte zu Ihren Zielen? Ja, für unsere älteren Weihnachtsmänner, die bedienen auch Weihnachtsmärkte. Ihr Ziel sind Familien, nicht Weihnachtsmärkte oder... Also das ausgesprochene Ziel sind Familien. Nein, Weihnachtsmärkte, die werden schon vorher beliefert quasi. Ich denke, es ist der beste Job des Jahres, aber nur einmal. Die Gruppe hat sich jetzt zurückgezogen. Hier wird jetzt an drei Tischen die Strategieplanung entwickelt. Anschlagsziele werden auf dem Stadtplan markiert, Anschlagrouten festgelegt. Liebe Zuschauer, die Innenminister haben recht, der Terror ist in Deutschland angekommen. Sie sind mitten unter uns. Wenn Sie Leute in solchen Verkleidungen sehen auf der Straße, um Himmels Willen, bitte informieren Sie die nächste Polizeidienststelle.